Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von LS19 Goldgräber. Auch diese Folge ist nachvertont. Das heißt, ich habe diesen, was ich hier gerade rede, wieder neu eingesprochen, weil in der Originalaufnahme fehlte meine Stimme. Obwohl ich eigentlich ein Tool gebastelt habe, das es überwacht, aber Windows war so freundlich, sich das anders zu überlegen. Du könntest dir übrigens überlegen, mich zu abonnieren und die Glocke anzuklicken. Das wäre toll. Zwei Klicks, tolle Unterstützung. Danke dafür. So, mittlerweile ist auch der Raps hier fertig geerntet. So schnell vergeht die Zeit. Das heißt, wir haben dann auch wieder jede Menge Sachen am Start hier, um die Dieselproduktion offen zu halten. Haben wir jetzt ja wieder diese beiden Riesenfelder geerntet. Wobei man natürlich sagen muss, das sind schon wirklich, 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 wirklich große, 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 große Felder. Und da kommt nur ein bisschen Diesel raus. Aber hey, ne, das soll ja auch ein bisschen Mühe kosten. Mühe geben, Mühe machen. Wie auch immer. Du weißt ja auch, eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe, ne? Ha! Ach, der ist so alt und schlecht. Gut. Wieso? Was macht denn der Mann da jetzt schon für komische Sachen? Naja, einmal alles verstellt. Einfach weiterfahren klicken. Was ist los mit dem? Gut, dann noch den Drescher wegräumen, nicht? Okay. So, hier läuft alles. Da wäre die Geschichte mit Sand. Ja, und hier habe ich was rausgefunden. Guck mal. Hier finde ich keinen Weg zur Goldmine. Und hier finde ich ihn. Und ihr findet dort einen Link zu Garderol Plus. Guckt es euch an. Es lohnt sich. Tja, was ist da los? Habe ich mich gefragt. Hier findet er nichts. Immer noch nicht. Und hier findet es. Das deutet für mich darauf hin, dass er versucht, einen Weg außenrum zu finden. Und nicht sozusagen über unseren Innenhof fährt. Na, also da, wo wir die Steine aufladen und da, wo auch die Waschanlage ist, sondern er versucht, außenrum zu fahren und die Verbindung fehlt. Dann sind wir mittlerweile hier beim Händler angekommen und holen jetzt mal das IT-Runner-Pack. Dazu brauchen wir einmal den ITR. Was ist denn da der Unterschied eigentlich zwischen dem hier und dem? Der ist teurer, dann ist der bestimmt besser. So, Garderologik at its best hier. Nehmen wir den. Gut. Und dann hieß es, nimm den IT-Runner, der ist ja so niedrig, dann brauchst du keinen Frontlader zum Abladen. Nehmen wir mal hier so Goldfarben. Ne, das ist nicht wirklich Goldfarben. Dann machen wir es so. Das Ganze als Plattform mit, ja, mit Ladekante kommen. Ja, für den Herrn Garderol, das ist wahrscheinlich sowieso sonst zu schwierig. Und jetzt können wir direkt gucken, ob es funktioniert. Also, einmal abklemmen. Und dann hier einmal losmachen. Und dann können wir den mal kurz hier rüberholen und dann laden wir das mal um. Dann sollen wir doch mal sehen. Da wollen wir doch mal sehen, ob das klappt hier. Und ich frage mich ja auch immer, welcher Trecker da immer ausgeht. Wird schon nervig. So, anhängen. Nein, das war... Oh je, das Ding braucht eine Zapfwelle. Oh oh. Ja, was machen wir denn da? Jetzt bin ich erstmal eine ganze Weile überfordert, weil das geht nicht in meine kleine Welt, ne? Dass das nicht funktionieren könnte. Das ist typisch wieder. Nicht drüber nachgedacht. Zapfwelle ist natürlich dann mit dem Gewicht. Ja, und jetzt hat der Herr Garderol natürlich die weltbewegende, fürchterlich komplizierte Frage, soll man das so lassen und schimpfen dann die Zuschauer? Ich habe die Antwort schon. Natürlich, das kann man so nicht lassen, da schimpfen natürlich die Zuschauer. Wir müssen also da eine andere Lösung finden. Und die sieht ganz einfach so aus, dass man das Gewicht nach vorne macht. Ist doch vollkommen klar. Wieso kommt der da nicht drauf? Wieso kommt der während des Moderierens und Aufnehmens und Spielen nicht auf so eine simple Idee? Grüße hier übrigens vom Beifahrersitz. So, dann einmal das Gerät hinten hoch und raus. Und anhängen und wieder hoch. Ja, und damit soll das jetzt also gehen. Ich bleibe skeptisch. Ich behaupte nach wie vor, es geht nicht.
So. Jetzt den richtigen abhängen. Das müsste dann der sein. Und jetzt ist natürlich der große Vorteil, wir haben natürlich jetzt die Ladekante. Ihr wisst es, es kann jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen für so einen hochprofessionellen Frontlader-Stapler, wie ich es einer bin. Das besonders hier bei diesen Paletten, ne, die so schön, wo das mit den Kufen auch immer so wunderbar funktioniert. So. Das war Absicht, weil die war ja nicht richtig drauf, deswegen wollte ich nochmal eben einmal richtig hier, ne, so richtig sauber dann hier drauf nehmen. Wir machen es noch einmal richtig, komm. So. Dann schön hinten vor. Vielen, vielen lieben Dank übrigens an diese Unterstützer. Die Zeitpunkt jetzt haben schon alle Folgen dieser Staffel gesehen übrigens. Plus.gardol.de. Ein Pluspunkt. Tja, jetzt noch die andere Palette. Das hat ja toll geklappt mit dem formschlüssig da hinten vorschieben. Oh Mann. Warum ist denn jetzt die Gabel so viel breit? Muss der Seitenhub gerade holen? Muss man den Seitenhub mal eben nach rechts machen? Ja, so nicht. Ja, genau. Einmal runterschmeißen, das... Hervorragend. Da kannst du eigentlich jetzt direkt den Wagen verkaufen, der steht ja im Weg, ne? Ja, aus. Oh, der feine Herr ist schlau. Hm, okay. So, dann lad nochmal auf. Zeig mal deinen Zuschauern, was du gelernt hast. Wie man das geschickt macht. Ja, sehr gut. Und jetzt einmal richtig drehen. Zack. Perfekt. Man könnte ja meinen, du hättest geübt, ne? Aber das... So präzise und gut, wie das aussah. Alright, so. Jetzt bist du drunter unter den Kufen, ne? Es ist so schwierig mit dem Typen. Wie kann man sich das immer angucken? Ich verstehe das immer nicht. So. Gut, aber jetzt dann zumindest Ladungssicherung und so ordentlich machen. Und dann packst du bitte das Gewicht vorne hin, ne? Das macht mich fassungslos. Das kann man sich doch nicht angucken. Jetzt mal bitte nicht unter die Kufen, sondern in die Kufen. Ja. Ich sehe schon, das ist nicht so einfach. Da lese ich doch lieber mal den Sendeplan unter tv.galoche.de. So. Dann einmal bitte die Ladung sichern. Einmal bitte die Ladung sichern. Geht offenbar nur vom Fahrzeug aus. Na gut. Dann geht's halt vom Fahrzeug aus. Di-li-di-di-di. Und er hat sogar daran gedacht, das Gewicht umzuklemmen. So, dann einmal hier bitte. Na, sehr gut. Ab zum Palettenverkauf. Wir können mal eben kurz gucken nach den Preisen natürlich, klar. Macht Sinn. 35.000 geht. So. Moment. Ich muss noch mal kurz nachgucken in der Aufnahme. Sekunde. Sorry, ich dachte gerade echt, das wäre Farm Sales gewesen und wir wären falsch gefahren. Ja, da ist natürlich wieder... Ah, jetzt habe ich vergessen, dass man mit der Taste F9 das Ding umdreht. Hm. Tja, das bringt uns jetzt nicht weiter, wenn du die Taste vergessen hast. Du machst nur noch mehr kaputt. Lass es lieber, komm. Mach was anderes, Gardol. Komm.
Das geht so nicht. Rührig. Ich würde das lassen. Raps ist eingetütet. Wir können mal eben kurz nachgucken. Wie viel haben wir denn jetzt hier von unseren Fabriken? Bei was? Denn ich glaube, das ist irgendwie ungleichmäßig. Hallo? Da gucken wir halt auf die umständliche Weise. Soll mir doch auch recht sein. So. Also, Raps fehlt auf jeden Fall. Da müssten wir deutlich mehr Raps anbauen. Ich weiß immer noch nicht, warum ich das verkehrt rum angebaut habe. Also mit den Wurzeln nach oben natürlich. So, was liegt denn jetzt an hier? Ich bin verwirrt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Genau, hier habe ich das gezeigt mit der Linie, was so komisch war. Und bin dann irgendwie auf die Idee gekommen. Dass wir möglicherweise da noch eine weitere Verbindung reinbauen müssten. Aber der nimmt es halt nicht. Gut, der hat jetzt den Zement verkauft. Das ist weg. Das heißt, jetzt können wir das Ganze mal umstellen auf Sand. Denn wir haben ja jetzt, oder wir liefern, oder wir haben ja jetzt geliefert. Das heißt, wir machen Sand laden und Zement einfüllen. Tja, und der hier, der ist eine ganze Weile unterwegs. Der fährt aber wieder eine komische Strecke jetzt hier zum Palettenverkauf. Komisch. Der gedacht, dass es untenrum jetzt kürzer wäre. Garderol, Hinweis, du hast die Taste vergessen. Du musst es gar nicht nochmal versuchen. Gut. Ja, Mähdrescher können wir eben auch wegfahren. Wir wollten uns ja ohnehin immer auch angewöhnen, die Maschinen ordentlich wegzufahren und mal Maschinenpflege zu machen. Das klappt ja auch immer bestens. Ja, was wir noch überlegen müssen ist, wir haben ja jetzt wieder so eine halbe Million auf dem Konto. Da geht natürlich immer ordentlich auch für die Helfer vom Konto runter. Aber letztlich sollten wir das reinvestieren. Eine halbe Million ist ja schon mal eine ganze Stange Geld, um die Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Ne? Und da stehen ja zur Auswahl, dass wir einen größeren Muldenkipper nehmen. Oder aber wir holen einen weiteren, zwar den Volvo, und gucken dann mal, ob wir dann irgendwie optimieren können den Ablauf. Ne? So, da fahren wir mal hier rein. Achso, wenn das aufgeklappt ist, ist es zu hoch. Mhm. Dann fahren wir halt mit zusammengeklappten Drescher. Sollten wir sowieso machen, weil sonst ist es ja auch nicht ordentlich. Genau. So, Wasser lädt immer noch automatisch. Da haben wir ganz vergessen nachzugucken. 319.000 ist nix. Ist der Ruckzuck wieder durch. Der kann ruhig noch ein bisschen weitermachen. Und hier, der hat auch nichts zum Aufladen. Okay. Und da kommt der Kollege wieder an. Und da wollen wir jetzt mal eben eine Sache gucken. Wo ich glaube, dass wir das damit beheben könnten, theoretisch. Alter, was schaukelt er sich auf? Was ist denn mit dem? Aber das ist das Problem bei Radlader, ne? Also, die automatischen, diese Systeme, die Fahrzeuge automatisch über die Map fahren, haben immer so ein bisschen Probleme mit Knickgelenken. Das ist ja auch, warum man mit dem normalen Helfer ungern so einen großen Case, hier haben wir es ja auch in der Mitte, ne? Knickgelenklenkung, oder wie heißt das richtig? Macht man nicht gerne. Ne? Ja. So, also, folgendes. Ich glaube, dass er versucht, von der Straße hier hinzufahren. So, hier ist alles richtig. Zur Sicherheit nochmal nachgeschaut. Aber, dass er versucht, in die Mine zu fahren, aus der Mine zu fahren, über die Straße. Und deswegen werden wir ihm einfach dafür einen Weg geben. Und damit ist das Problem behoben. Das heißt, er kann dann von der Straße da oben, also jetzt in der Mitte des Bildschirms, von der Straße kommend, die Mine reinfahren und aus der Mine rausfahren. Also, zack, zack, zack. Verbinden. Sollte gehen. Das Ganze natürlich auch noch in die andere Richtung. Und so könnte man dann auch Fahrzeuge, die
über die gesamte Map fahren und nicht hier vorne abkippen. Also links, nach links jetzt raus abkippen. Aus dem ganzen Verkehr rausnehmen. Die Nerven dann nicht beim Wasser umfüllen und so weiter und beim Paydirt fahren und so. Ist einfach aus dem Weg und fertig. Ist eine gute Sache, denke ich. So, da war er schon. Wir testen mal und ich... Ah, jetzt geht's. Ist das super? Das war der Fehler. Was heißt ein Fehler? Keine Ahnung. Ja, sehr gut. Sportlich genommen die Kurve hier. Nach dieser sportlichen Landung unseres jungen Co-Piloten. Wir schauen mal, dass wir jetzt das... ja, genau. Das ist jetzt noch die große Auflösung. Zum Ende dieser Folge. Hatte der Zuschauer recht oder hatte ich recht? Eigentlich kennt ihr schon die Antwort, so wie es immer ist. Ich hatte recht. Was sind wir denn überhaupt? Wir sind noch gar nicht da, ne? Ist das die Scheune? Ist das das Sägewerk oder ist das unterwegs, diese Umladestation für die Bahn? Ach, es ist noch ein ganzes Stück. Okay. Ja, dann lösen wir das leider erst in der nächsten Folge auf. Na, das ist ja ärgerlich. Dann müsst ihr ja nächste Folge ja leider nochmal einschalten, ne? Was macht denn der hier? Ist das Gewicht vorne doch ein bisschen schwer? War vielleicht den Zinken mal ein bisschen runter? Hm? Mach mal den Vorteil runter, Garderol. So, perfekt. Es ist cool, ne, wenn der YouTuber macht, was man sagt, bevor man den Kommentar geschrieben hat. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.